Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Minecraft-Serie. Mittlerweile bei Folge 4, glaube ich. Oder so. Jedenfalls würde ich, nachdem ich jetzt letztes Mal Hide and Seek gezeigt habe, gerne zu der Herobrine übergehen. Und ja, da sich das jetzt hier direkt hinter mir befindet, würde ich sagen, spaziere ich da doch direkt mal hin. Da muss ich nicht unbedingt mit dem Kompass darüber huschen. Das Prinzip dieses Spiels, wenn hier überhaupt jemand ist, ich hoffe, hier ist irgendwer, weil irgendwie ist hier meistens nicht ganz so viel los. Ja, doch, hier sind ein paar, okay. Das Prinzip dieses Spiels erkläre ich euch, sobald wir im Spiel sind. Bis gleich. Okay, herzlich willkommen in der Lobby. Irgendwie sehen gerade alle aus wie Bienen. Ich habe keine Ahnung warum, aber was soll's. Da unten kann man wieder die Map wählen, das werde ich aber jetzt nicht tun, denn mit dem Kompass kann man sich hier eine Klasse aussuchen. Sobald man einer der Spieler ist, die gegen den Herobrine spielen, was man ja am Anfang noch nicht wissen kann, muss man sich hier einen dieser Unlock? Naja, muss man sich einen dieser Klassen aussuchen. Das hier sind Premium-Klassen, das hier sind die Klassen, die man wählen kann. Ich nehme eigentlich immer ganz gerne den Scout, weil der hat, soweit ich weiß, einen Bogen und eine Nahkampfwaffe. Oder ein Hund. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das eine Klasse, die ich sehr ganz, sehr, sehr, sehr ganz gerne. Ganz gerne spiele. Und, ups, ja, da bin ich zu weit gelaufen. Ist egal. Es geht sowieso in 5 Sekunden los. Ice Ridge hat gewonnen. Also die Map. Das Boden. Und ich bin nicht Herobrine. Das Prinzip dieses Spiels ist es. Ja, ich habe Bogen und Nahkampfwaffe. Sehr schön. Irgendwo hier auf dieser Map schwänzelt der Herobrine rum. Und muss versuchen, uns zu töten. Das Problem an der Sache ist, der Herobrine ist unsichtbar. Und hat verdammt fiese Waffen. Er ist unsichtbar, hat eine Menge fieser Waffen, die er... Moment mal, das war's schon? Oh, wir haben ihn getötet. Hahaha. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Spiel rein. Mann, das war echt kurz. Dann kann ich jetzt aber kurz das Prinzip erklären. Also, es gibt einen Herobrine, der entweder random ausgewählt wird oder bereits bekannt ist. Keine Ahnung, es gibt, glaube ich, wie so Pässe, dass man sich das, dass man sich das quasi kaufen kann, dass man Herobrine ist. Jedenfalls ein Spieler ist der Herobrine und die anderen 12 Spieler, meine ich, sind dann halt die Survivor, die Überlebenden sozusagen. Oh, Mist, ich bin gekickt worden. Ja, ich bin auf diesem Server leider kein Premium, deswegen kann es gut sein, dass ich hin und wieder einfach mal rausfliege. Tada! Ja. Und die Überlebenden müssen halt versuchen. Ach Mann, das nervt gerade etwas. Die Überlebenden müssen halt versuchen, den Herobrine zu töten. Was daran natürlich schwierig ist, ist, wie gesagt, der Herobrine ist unsichtbar. Und man muss halt versuchen, ihn zu finden. Erkennen kann man ihn, glaube ich, nur daran, dass er halt gerade irgendwen anders angreift oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie erkennt man ihn. Und ich hoffe, jetzt werde ich nicht auf den letzten Drücker nochmal gekickt. Das wäre fies. Oh, ich krieg gerade keine ordentliche Erklärung zustande. Merkt ihr das? Blade of Heroism. Oh, das ist eine ganz fiese Map. Das ist eine ganz fiese Map. Ja. Und die Survivor müssen halt versuchen, den Herobrine halt sichtbar zu machen. Und zu besiegen. Gerade eben haben wir es halt sehr, sehr schnell geschafft, ihn zu besiegen. Und normalerweise, ich habe da unten in der rechten Ecke so einen Kompass. Und der zeigt mir an, sobald Shards spawnen, hier spawnen in gewissen Abständen sogenannte Shards. Die muss man... Ah, hier! Hier ist dieser komische Rauch. Seht ihr den? Das ist so ein komischer schwarzer Rauch. Den kann man angreifen und dann... Das ist der Herobrine quasi. Warum der uns gerade nicht angreift, ist mir ein Rätsel. Ich kann ihn aber irgendwie auch nicht treffen.
Sobald man diese Shards, sobald die Survivor diese Shards einsammeln und zu dem Spawnpunkt oben zu diesem Verzauberungstisch bringen, wird der Herobrine quasi sichtbar. Also es gibt drei Stück. Drei Stück spawnen jeweils. Ein Shard als Quick Capture. So, die Shards müssen wir dann hier hinbringen. Wenn wir dann hier sind, dann ist der Shard quasi, wie gerade schon gesagt, also dann haben wir den Shard eingesammelt und der ist wirksam. Und sobald wir einen Shard gesammelt haben, kriegt der Herobrine aber halt mächtigere Waffen dazu. Und das wird es dann natürlich für uns halt schwieriger, weil er halt, wie gesagt, mächtiger wird. Aber sobald wir alle drei Shards gesammelt haben, ist der Herobrine halt sichtbar für uns. Und das macht es für uns natürlich unglaublich einfach, ihn zu töten. Natürlich hat er immer noch diese unglaublich mächtigen Waffen. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat, wenn er sichtbar ist. Achso, der Shard. Der Shard ist irgendwo gespawnt. Rolf55 hat den Shard gepickt. Has picked up the Shard. Okay, wenn man diesen Shard aufgesammelt hat, ist man in so einem ganz, ganz fiesen Modus, sag ich mal. Dann verschwimmt alles um einen herum und... Oh mein Gott, ich sehe nicht. Okay, der zweite Shard ist da. Oh nein, ich bin vergiftet. Nein, nein. Nein, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein. Oh mein Gott. Vier Survivor nur noch. Ist ein neuer Shard schon da? Ich weiß gar nicht, ist der letzte Shard schon? A new shard has been summoned. Ach nee, das war der zweite, ja. Okay, es gibt noch keinen neuen. Puh, das war gerade verdammt knapp. Jetzt hat der Herobrine natürlich hier unten new shard. Okay, den will ich haben. Aber der ist bestimmt auch wieder da unten. Okay, da ist der Shard. Den habe ich jetzt. Und wie ihr seht, ich bin zum einen super langsam und zum anderen ist die Welt um mich herum hier extrem... Oh Gott. Das wird mit der Zeit besser. Also jetzt hört es halt auf hier. Jetzt bin ich aber diejenige, die tatsächlich den Herobrine sichtbar machen kann. Ja! Okay, los! Wo ist er? Wir haben ihn sichtbar gemacht. Herobrine is now visible. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich es geschafft, den dritten Shard einzusammeln und den Herobrine sichtbar zu machen. Das ist echt cool für mein Let's Play gerade. Das finde ich echt super. Wo ist der Typ? Oh, da hab ich geschaut. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben ihn besiegt. Ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen, aber er ist auf jeden Fall besiegt worden. Sehr, sehr, sehr cool. So. Okay, das war dann jetzt meine erste Runde Herobrine ist das für mich, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich guck mal, wie lange es jetzt geworden ist. Vielleicht hänge ich auch noch eine zweite Runde wie immer hinten dran. Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und ja, ich denke mal, bis gleich. Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Herobrine. Ich bin diesmal ein Wizard, habe deshalb ein Blade of Heroism wieder. Aber auch ein Speed-Elixier, ein Stärke-Elixier und Dreamweaver Bandit. Achso, das sind glaube ich so Dingsbums, die ich setzen kann hier. Also Heilgedöns. Keine Ahnung. Jedenfalls geht's auf in die nächste Runde. Ich habe gesehen, dass die erste Runde quasi nur etwas über 8 Minuten ist. Deswegen habe ich mir überlegt, hänge ich doch noch eine Runde dran. Ein Shard gespawnt. So. So, wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Er hat ihn. Schnapp dir doch den Shard. Schnapp dir den Shard. Jawohl. Wie heißt du? LCD 2112. Los, lauf.
Nein, du musst hier drüber springen. Geht doch. Irgendwie hakeln die heute alle so ein bisschen bei mir. Oder es ist nur er, weil er so komisch läuft jetzt, keine Ahnung. Aber wir müssen ihn beschützen. Er hat den Schad, wir müssen ihn beschützen. Lauf doch! Lauf doch! Du musst zum Spawn zurück. Los! Lauf! Nicht schlagen, Mann. Okay, er hat's gleich geschafft. Er hat's gleich geschafft. Und dann ist es soweit. Los! Ja! Und? Du musst den Schad da reinsetzen. Ja! Er hat's geschafft. Wir haben den ersten Schad gecaptured. Captured, nicht Captured the Flag, sondern Captured the Shard. Hä? Okay, den Hero Pine haben wir bisher noch nicht gefunden. Irgendwie ist der, entweder versteckt er sich sehr gut oder... er will uns einfach nicht bekämpfen, keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also ich habe mich, als ich das erste Mal hier bei Ryan war, ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. Aber ich habe auch mich die meiste Zeit irgendwo ziemlich hoch versteckt. Weil mich da halt auch keiner kriegen konnte, sag ich mal. Da muss man rein. Hier rein. Da, so, hier. Okay, ich hab ihn. Ich hab den Schad. Ich hab den Schad. Oh Gott, ist das... Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Los, lass mich laufen. Ich will hier drüber, los. Bams, zweiter Schad. Yay. Okay, letzten Schad brauchen wir noch. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo diese komische Herobrine ist. Ich hätte ja vielleicht kann man ja, wenn man den Schad hat, diese Speed Potion einsetzen. Vielleicht ist man dann ja wieder schneller. Das wäre doch vielleicht mal eine Überlegung wert, oder nicht? Aber wo ist dieses Vieh, Mann? Ich meine, selbst wenn wir ihn sichtbar machen, können wir ihn ja nicht besiegen, wenn wir nicht wissen, wo es ist. Es, er, sie, keine Ahnung. Aber der Schad, der spawnt hier immer an ganz komischen Stellen irgendwie. Okay. Ich komm nicht hin. Ich komm nicht hin. Doch jetzt. Ich hab ihn wieder. Okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus mit diesem Speed Potion Ding. Tatsache, ich glaube, das funktioniert. Es sieht so aus, als würde es funktionieren, ja? Ich hoffe es zumindest. Hä? Was hat denn jetzt gebimmelt? Oh, ich glaube, der Herobrine ist in unserer Nähe. Aber das ist schon der dritte Schad. Das heißt, wenn ich den jetzt da oben hinpacke... ist er sichtbar. The Herobrine is now visible. Nur wo ist er? Ah, ich habe immer noch diese Speed-Dings. Au! Herobrine, nein, hier ist er! Nein! Ach, der kann höher springen als wir, die Sau. Okay, Stärke-Potion. Los, wo bist du? Mann! Das ist gemein, der kann höher springen als wir. Nein! Ah, du feige Ratte, komm da raus. Ja! Oh mein Gott, ich hab den Herobrine getötet. Yay! Oh, ist das ein geiles Spiel gewesen. Holy shit. Yay! Wuhuhu! Nice! Oh mein Gott, das war ein cooles Spiel, ehrlich. Das war ein richtig schöner Abschluss. Ich habe zwei Shards gesammelt, ich habe den Herobrine vernichtet und... ach, oh, das war schön. Wirklich, das war richtig geil, um euch das Spiel zu zeigen. Ich bewerfe den hier jetzt mit den komischen Dingern. So, da, hier. Fang! okay.
Ja, dann war es das mit meiner Herobrine-Vorstellung, beziehungsweise mit meinem kleinen Special zum Herobrine. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und es hat euch gefallen. Lasst doch, wenn es euch gefallen hat, unten eine Bewertung da. Es wäre wirklich wundervoll. Und kommentiert, wenn ihr was zu sagen habt. Ich freue mich über jeden Kommentar, aber bitte, bitte, bitte tut mir einen Gefallen. Und schreibt nicht ständig in die Kommentare. Schaut doch bitte mal auf meinem Kanal vorbei. Ich schaue bei jedem, ich kriege noch nicht so furchtbar viele Kommentare. Deswegen schaue ich bei jedem, der bei mir kommentiert, automatisch auf dem Kanal vorbei. Weil ich einfach gucken möchte, wer ist derjenige, was hat der so für Videos. Und das mache ich automatisch. Und bitte schreibt mir nicht jedes Mal in die Kommentare, guckt doch bitte auf meinem Kanal vorbei. Ich mache das sowieso. Und der YouTube markiert aber deshalb die Kommentare immer automatisch als Spam, wenn ihr das da reinschreibt. Deswegen lasst es bitte und schreibt mir nicht so Sachen rein wie, schau doch auf meinem Kanal vorbei. Es ist zwar natürlich, ich weiß, dass ihr gerne auch irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit von mir dann haben wollt, aber die kriegt ihr sowieso. Und es ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass eure Kommentare dann bei mir nicht direkt angezeigt werden, sondern dass das da halt direkt als Spam markiert wird. Und ich muss dann jedes Mal die Kommentare erst wieder raussortieren und muss YouTube halt quasi sagen, dass das alles kein Spam ist. Also, um eure Kommentare auch wirklich bei mir sichtbar zu machen, dürft ihr sowas da nicht reinschreiben. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, immer riesig über eure Kommentare und vielen, vielen Dank auch für das Lob gerade zu meinen Minecraft-Videos. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass die direkt so viel Anklang gefunden haben und es freut mich wirklich sehr, dass euch das alles gefällt. Also lasst mir gerne weiter Kommentare da. Ich freue mich immer riesig und abonniert auch. Vielen, vielen Dank an die neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen riesig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!